Meine Damen und Herren, der Gegenstand dieser Überlegungen ist ein Gemeinplatz. Niemand hat je bezweifelt, dass es um die Wahrheiten der Politik schlecht bestellt ist. Niemand hat je die Wahrhaftigkeit zu den politischen Tugenden gerechnet. Lügen scheint zum Handwerk nicht nur des Demagogen, sondern auch des Politikers und sogar des Staatsmanns zu gehören. Ein bemerkenswerter und beunruhigender Tatbestand. Was bedeutet er für das Wesen und die Würde des politischen Bereichs einerseits, was für das Wesen und die Würde von Wahrheit und Wahrhaftigkeit andererseits? Sollte etwa Ohnmacht zum Wesen der Wahrheit gehören und Betrug im Wesen der Sache liegen, die wir Macht nennen? Ist nicht Wahrheit ohne Macht ebenso verächtlich wie Macht, die nur durch Lügen sich behaupten kann? Dies sind unbequeme Fragen, aber sie ergeben sich notwendig aus unseren landläufigen Meinungen in dieser Sache. Dass Wahrheit und Politik miteinander auf Kriegsfuß stehen, lässt sich immer noch am besten an dem alten lateinischen Wort erläutern, das sagt »Fiat justitias et pereat mundus«. Es herrsche Gerechtigkeit, möge auch die Welt darüber zugrunde gehen. Wiewohl der Spruch ursprünglich genau meinte, was er sagt, kennen wir ihn eigentlich nur in Form der rhetorischen Frage. Wer kann sich noch um Gerechtigkeit kümmern, wenn die Existenz der Welt auf dem Spiel steht? Der einzige große Denker, der wagte, die geläufige Redensart gleichsam gegen den Strich zu bürsten und wieder so zu verstehen, wie sie ursprünglich gemeint war, ist Kant, der kurzerhand erklärte, der zwar etwas renommistisch klingende, aber wahre Satz heißt zu Deutsch, es herrsche Gerechtigkeit, die Schelme in der Welt mögen auch insgesamt darüber zugrunde gehen. Kant meinte, dass es sich nicht lohnen würde, in einer aller Gerechtigkeit wahren Welt zu leben, dass daher das Recht des Menschen muss heilig gehalten werden, wie er sagt. Der herrschenden Gewalt mag es auch noch so große Aufopferung kosten und dass vor ihm alle Politik die Knie beugen muss. Aber ist diese Position nicht unhaltbar? Ist es nicht offenbar, dass die Sorge um die schiere Existenz allem anderen vorangehen muss, dass keine Tugend und kein Prinzip bestehen bleiben, wenn die Welt selbst, in der allein sie sich manifestieren können, in Gefahr gerät? War das 17. Jahrhundert nicht völlig im Recht, wenn es nahezu einmütig erklärte, das höchste Gesetz des Staates sei seine eigene Sicherheit? So dass etwa, wie Spinoza meinte, der Inhaber der Regierung geradezu ein Verbrechen begehen würde, wollte er zum Schaden seiner Regierung Versprechen halten. Nun kann man natürlich eine ganze Reihe von Prinzipien an die Stelle der Gerechtigkeit setzen, und wenn wir im Sinne unserer Überlegungen den alten Spruch abwandeln und sagen, es herrsche die Wahrheit, möge die Welt doch darüber zugrunde gehen, so scheint es noch einleuchtender, dass niemand dies behaupten kann, es sei denn als rhetorische Frage, die das Gegenteil beweisen soll. Bei näherem Zusehen jedoch zeigt sich erstaunlicherweise, dass man der Staatsräson jedes Prinzip und jede Tugend eher opfern kann als gerade Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Wir können uns ohne weiteres eine Welt vorstellen, die weder Gerechtigkeit noch Freiheit kennt. Und wir können uns natürlich weigern, uns auch nur zu fragen, ob ein Leben solch einer Welt der Mühe wert sei. Mit der so viel unpolitischeren Idee der Wahrheit ist das merkwürdigerweise nicht möglich. Es geht ja um den Bestand der Welt und keine von Menschen erstellte Welt, die dazu bestimmt ist, die kurze Lebensspanne der Sterblichen in ihr zu überdauern, wird diese Aufgabe je erfüllen können, wenn Menschen nicht gewillt sind, das zu tun, was Herodot als erster bewusst getan hat, nämlich legainta eonta, das zu sagen, was ist. Keine Dauer, wie immer man sie sich vorstellen mag, kann auch nur gedacht werden, ohne Menschen, die Zeugnis ablegen für das, was ist und für sie in Erscheinung tritt, weil es ist.
Seit Leibniz orden wir mathematische, wissenschaftliche und philosophische Wahrheiten der Vernunftwahrheit im Unterschied zur Tatsachenwahrheit zu, und ich werde mich im Folgenden dieser Unterscheidung bedienen, ohne mich um ihre Legitimität weiter zu kümmern. Die Frage, was Wahrheit eigentlich sei und ob sie sich dem Menschen offenbart oder ob sie, wie die Neuzeit meint, vom menschlichen Geist produziert wird, können wir hier getrost beiseite lassen, da es sich uns ja nur darum handelt, ausfindig zu machen, welchen Gefahren jede Art von Wahrheit im politischen Bereich ausgesetzt ist. Und dies ist offenbar eher ein politisches als ein philosophisches Anliegen. Politisch aber ist, wie wir sehen werden, die Scheidung der Tatsachenwahrheit von der Vernunftwahrheit von großer Bedeutung. Wir brauchen nur an solch anspruchslose Richtigkeiten zu denken, wie dass ein Mann namens Trotzki in der russischen Revolution eine gewisse Rolle gespielt hat, die in keinem sowjetrussischen Lehrbuch erwähnt wird, um gewahr zu werden, dass keine Vernunftwahrheit es mit der Tatsachenwahrheit an Gefährdung aufnehmen kann. Und da ja Tatsachen und Ereignisse die unweigerlichen Ergebnisse menschlichen Zusammenlebens die eigentliche Beschaffenheit des Politischen ausmachen, müssen wir in diesem Zusammenhang an Tatsachenwahrheiten primär interessiert sein. Wenn politische Macht sich an Vernunftwahrheiten vergreift, so betritt sie eigentlich das ihr zugehörige Gebiet, während jeder Angriff auf Tatsachenwahrheiten innerhalb des politischen Bereichs selbst stattfindet. Tatsachen stehen immer in Gefahr, nicht nur auf Zeit, sondern möglicherweise für immer aus der Welt ausgeschieden zu werden. Fakten und Ereignisse sind unendlich viel gefährdeter, als was immer der menschliche Geist ersinnen oder entdecken kann. Axiome, wissenschaftliche Entdeckungen, philosophische Theorien. Sie tauchen auf und verschwinden im Fluss der ewig wechselnden menschlichen Angelegenheiten, in einem Bereich also, in dem nichts permanenter ist als die vielleicht ebenfalls relative Permanenz der Struktur der menschlichen Vernunft. Sind sie, die Tatsachen, erst einmal verloren, so wird keine Anstrengung des Verstandes oder des Geistes sie je wieder zurückbringen können. Gewiss sind auch die Chancen, dass die euklidische Mathematik oder Einsteins Relativitätstheorie von Platos Philosophie ganz zu schweigen, irgendwann in gleicher Form wieder aufgetreten wären, wenn ihr Urheber sie der Nachwelt nicht hätte überliefern können, nicht gerade gut. Sie sind dennoch unendlich besser als die Chance, dass eine einzige Tatsache ist, sie erst einmal vergessen oder, was wahrscheinlicher ist, fortgelogen, eines Tages wieder entdeckt werden wird. In dem uralten Streit zwischen Wahrheit und Politik ist heute an die Stelle der Vernunftwahrheit die Tatsachenwahrheit getreten. Zwar hat es vermutlich nie eine Zeit gegeben, die so tolerant war in allen religiösen und philosophischen Fragen, aber es hat vielleicht auch kaum je eine Zeit gegeben, die Tatsachenwahrheiten, welche den Vorteilen oder Ambitionen einer der unzähligen Interessengruppen entgegenstehen, mit solchem Eifer und so großer Wirksamkeit bekämpft hat. Die Tatsachen, an die ich denke, sind alle öffentlich bekannt und können dennoch von derselben informierten Öffentlichkeit mit bestem Erfolg und häufig sogar spontan zu Tabus erklärt werden, beziehungsweise als das behandelt werden, was sie gerade nicht sind, nämlich als Geheimnisse. Dass deren Kundgebung sich dann als nicht minder gefährlich erweisen kann, als etwa die Verkündigung gewisser Häresien in früheren Zeiten, mutet in der Tat seltsam an. Und dies merkwürdige Phänomen ist nicht, wie man eigentlich vermuten müsste, auf die sogenannte freie Welt beschränkt.
Es war bekanntlich in Hitler-Deutschland oder in Stalins Russland erheblich gefährlicher, von Konzentrations- und Vernichtungslägern, deren Existenz kein Geheimnis war, zu reden, als ketzerische Ansichten über die jeweiligen Ideologien Antisemitismus, Rassismus, Kommunismus zu hegen und zu äußern. Wo immer andererseits in der freien Welt unliebsame Tatsachen diskutiert werden, kann man häufig beobachten, dass man ihre bloße Feststellung nur darum toleriert, weil dies von dem Recht zur freien Meinungsäußerung gefordert werde, dass also eine Tatsachenwahrheit in eine Meinung verwandelt wird. Unbequeme geschichtliche Tatbestände, wie dass die Hitlerherrschaft von einer Mehrheit des deutschen Volkes unterstützt oder dass Frankreich im Jahre 1940 von Deutschland besiegt wurde oder auch die profaschistische Politik des Vatikans im letzten Kriege, werden behandelt, als seien sie keine Tatsachen, sondern Dinge, über die man dieser oder jener Meinung sein könnte. Da solche Feststellungen Gegenstände von unmittelbarer politischer Relevanz betreffen, geht es hier um mehr als die vielleicht unvermeidliche Spannung zwischen zwei diametral entgegengesetzten Lebensweisen, der Lebensweise des Politikers und der des Philosophen, innerhalb des Rahmens einer gemeinsamen und gemeinsam erfahrenen Realität. Was hier auf dem Spiele steht, ist die faktische Wirklichkeit selbst. Und dies ist in der Tat ein politisches Problem allererster Ordnung. Dass Menschen Tatsachen, die ihnen wohlbekannt sind, nicht zur Kenntnis nehmen, wenn sie ihrem Vorteil oder Gefallen widersprechen, ist ein so allgemeines Phänomen, dass man wohl auf den Gedanken kommen kann, dass es vielleicht im Wesen der menschlichen Angelegenheiten, der politischen wie der vorpolitischen liegt, mit der Wahrheit auf Kriegsfuß zu stehen. Es ist, als seien Menschen gemeinhin außerstande, sich mit Dingen abzufinden, von denen man nicht mehr sagen kann, als dass sie sind, wie sie sind. In einer nackten, von keinem Argument und keiner Überzeugungskraft zu erschütternden Faktizität. Aber gibt es denn überhaupt reine Tatsachen, die von Meinung und Interpretation unabhängig sind? Haben nicht Generationen von Historikern und Geschichtsphilosophen die Unmöglichkeit bewiesen, reine Fakten auch nur zu etablieren? Werden die historischen Tatbestände nicht aus einem Chaos schieren Geschehens herauspräpariert, nach bestimmten Gesichtspunkten ausgewählt, die selber sicher nicht als faktische Gegebenheiten angesprochen werden können? Und werden diese Tatbestände dann nicht wiederum als eine Geschichte in einer bestimmten Perspektive erzählt, die selbst sich keineswegs aus den Vorgängen unmittelbar ergibt? Diese ganze Problematik ist in der Tat von den Geschichtswissenschaften nicht zu trennen, aber sie beweist keineswegs, dass es Tatbestände überhaupt nicht gibt und sie kann auch nicht dazu dienen, die Unterschiede zwischen Tatsachen, Meinungen und Interpretation einfach zu verwischen oder den Historiker zu ermächtigen, nach Belieben mit seinem Tatsachenmaterial zu verfahren. Selbst wenn man jeder Generation zugesteht, die Geschichte der Vergangenheit aus der ihr eigenen Perspektive neu zu schreiben, so hat man damit noch lange nicht das Recht zugestanden, das Tatsachenmaterial selbst anzutasten. Für das sehr viel unkompliziertere Phänomen, von dem wir hier sprechen, ist diese Problematik unerheblich, was sich vielleicht am besten und kürzesten an einer Anekdote illustrieren lässt. Am Ende der 20er Jahre, so wird berichtet, wurde Clemenceau von einem Vertreter der Weimarer Republik gefragt, was künftige Historiker wohl über die Kriegsschuldfrage denken würden. Das weiß ich nicht, soll Clemenceau geantwortet haben, aber eine Sache ist sicher, sie werden nicht sagen, Belgien fiel in Deutschland ein.